Liter, der Pater Gabriel, versprach der Anna Dunzinger ein nagelneues Seel. Versprach der Anna Dunzinger ein nagelneues Seel. Die Anna war ein Mädel, noch jung und wunderschön, und tat zum ersten Male im Kloster beichten gehen. Tat zum ersten Male im Kloster beichten gehen. Ei, sprach er, liebes Annerl, komm doch zu mir herein. Hier in dem dunklen Kammerl kannst beichten ganz allein. Hier in dem dunklen Kammerl kannst beichten ganz allein. Nahm sie in seinen Beichtstuhl, setzt sie auf seinen Schoß. Da dacht die Anna Dunzinger, das Beichten geht famos. Dacht die Anna Dunzinger, das Beichten geht famos. Und er erzählt dem Annerl vom Berge Sinai und greift ihr an die Wadel hinauf bis zu die Knie. Er greift ihr an die Wadel hinauf bis zu die Knie. Nicht nur auf Haupt und Glieder ruht die geweihte Hand. Er senkt sie langsam nieder bis ins gelobte Land. Senkt sie langsam nieder bis ins gelobte Land. Ei, sprach er, liebes Annerl, greif in die Kuttenmaus und hol mir meinen Priesterstab, den Segen Gottes raus. Hol mir meinen Priesterstab, den Segen Gottes raus. Bald schwanden ihr die Sehende, wie leblos sank sie hin. Da hat's einen kleinen Knacks getan, die neue Seel war drin. Da hat's einen kleinen Knacks getan, die neue Seel war drin. Drum all ihr kleinen Mädchen, wollt ihr eine neue Seel? So geht zum Karmeliter, dem Pater Gabriel. Geht zum Karmeliter, dem Pater Gabriel.